Hallo, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass du wieder dabei bist und dass du eingeschaltet hast. Ich freue mich sehr über dieses Video, da ich schon mehrere Videos über Pflegeprodukte gedreht habe, aber natürlich auch Make-up begeistert bin, musste ich und dieses Video konnte einfach nicht fehlen. Ich musste es drehen, natürlich ein Make-up-Video. Und dieses Video wird euch zeigen, vor allem, wie ich ohne Make-up aussehe und wie ich diesen Look geschminkt habe. Ich wette, alle meine Freunde werden sich dieses Video angucken, da eher wenigere von ihnen die Möglichkeit hatten, mich mal ohne Make-up zu sehen. Aber das ist nicht schlimm. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Und ich bitte euch, keine Vorurteile zu haben. Mit Make-up kann man alles Mögliche machen. Ich liebe Make-up, aber ich stehe natürlich auch dazu, wie ich ohne Make-up aussehe. Und ich finde das auch ganz, ganz wichtig. Aber es bleibt jedem selbst überlassen. Und ich bitte euch, nicht darüber zu urteilen und einfach schlechte Kommentare wegzustecken. Wenn ihr nicht daran interessiert seid, dieses Video zu sehen, dann schaltet einfach weg. Ansonsten bleibt dran! Es besteht komplett aus Drogerieprodukten, also auch gut für eure Tasche und für euer Portemonnaie. Außer natürlich meinen Pinseln und den Utensilien, die ich zum Auftragen benutze. Aber viele davon kann man trotzdem in der Drogerie erhalten. So, meine Lieben, das ist mein Gesicht ohne Make-up. Ich zeige euch nur ganz schnell, was ich benutzt habe. Und erkläre auch warum. Ich habe heute mein Gesicht gewaschen, dann habe ich diese Drops of Youth von The Body Shop aufgetragen. Im Anschluss an diese Tropfen habe ich meine Vanishing Cream von Lush benutzt. Und meine Augencreme von ebenfalls The Body Shop, Vitamin E, Augencreme. Der Grund, warum ich diese Produkte schon benutzt habe, ist folgender. Die brauchen so ihre Zeit, um einzuziehen und ich wollte euch nicht einfach warten lassen. Was ich an Primern von Drogerie benutzt habe, ich möchte euch zwei Primer vorstellen. Das ist einmal von L'Oreal und einmal von NYX. Das sind beide Primer, mit denen ich eigentlich ganz zufrieden bin von der Drogerie und im Drogeriebereich finde ich die in Ordnung. Natürlich gibt es bessere, aber dieses Video soll ja nur aus Make-up-Produkten von der Drogerie bestehen und deshalb einmal für euch L'Oreal Nude Magic Blur Cream. Der sieht so aus. Ich habe ihn bei Amazon bestellt, aber man kann ihn auch in der Drogerie bekommen. So, den finde ich super. Konsistenz wie ein Primer. Er hat einen hautfarbenen Ton, aber natürlich wirkt er dann ist er komplett durchsichtig. So, dann haben wir einen von NYX. Und den finde ich eigentlich auch ganz toll. Ich benutze, wenn ich die benutze, benutze ich die mal im Wechsel. Aber so grundsätzlich benutze ich natürlich von Benefit den Primer. Legen wir mal los. Ich habe mir schon meinen Beauty Blender feucht gemacht. Ich habe hier den originalen schwarzen Beauty Blender. Und heute werde ich mein Make-up mit der Catrice HD Liquid Coverage Foundation machen. Die sieht so aus. Meine Farbe ist die Farbe 040, das ist Warm Beige und ich habe die auch noch in 030, aber die passt dann nicht so gut. Die Foundations, die sind ziemlich neutral, also weder rosa noch gelb. Ich bin eigentlich gelbstichig, aber die stört mich nicht. Ich kann das ja dann durch andere Produkte ausgleichen. Ich benutze immer so ein Haarband. Da meine Haare mich total stören beim Make-up und deswegen lasst euch nicht stören. Ihr werdet nur ganz, ganz viele von diesen Haarreifen von mir sehen. Das hier ist von Amazon und den Link werde ich euch unten einfach mal in die Infobox packen, falls ihr daran interessiert seid. Ich würde mal sagen, legen wir los. Ich weiß, es gibt viele Leute, oder viele Mädels, die mit einem Concealer starten, die sich das unter die Augen auftragen und in die komplette T-Zone. Ich mache es nicht. Es ist für mich einfach nachher zu viel Produkt. Das möchte ich nicht haben. Und ich bin ziemlich sparsam, was Concealer angeht, weil ich einfach nicht mag, wenn da zu viel Produkt unter den Augen steckt. Ich mag das eher leichter und deshalb auch diese Foundation, weil mein Gesicht gerade eigentlich ziemlich in Ordnung ist und ich da nicht so eine Deckkraft brauche. Das hier ist so eine leichte bis mittlere Deckkraft. Die ist mattierend, diese Foundation. Ich bin ein glänzender Typ. Jetzt durch den Primer glänze ich nicht, aber normalerweise glänze ich sehr stark nach. Und ja, ich würde sagen, legen wir einfach los. Bevor ihr die Foundation benutzt, immer schön schütteln.
ich mache das eigentlich mit allen Produkten, die ich so benutze, weil ich das einfach mal sicherer finde. So. Das hier ist mit einer Pipette. Und dann los geht's. Ich arbeite Stück für Stück mein Gesicht durch. Natürlich immer bis zum Hals ziehen. Egal was ihr macht. Und so arbeite ich mich einfach mal durch. So, meine Lieben, das war's zu der Foundation. So trage ich sie auf. Ich achte immer sehr darauf, dass ich das gleichmäßig verblende. Immer bis zum Hals, bisschen runter, damit das einfach ebenmäßig aussieht und dass da einfach keine scharfe, harte Linie entsteht. Das ist ganz wichtig beim Make-up. Es muss ja nicht jeder wissen, wie viel Make-up und dass ihr Make-up trägt. Das ist einfach euch überlassen und niemand hat auch darüber zu urteilen. Und ja, das ist das fertige Ergebnis dieser Foundation. Ich werde euch mal ein bisschen näher kommen. Das ist eine wirklich tolle Foundation. Ich mag die ganz, ganz gerne. Ich bin auch sehr zufrieden mit dem, was sie in meinem Gesicht macht. Und ja, diese Foundation kann man auch aufbauen, also wenn ihr mehr Deckkraft braucht, kann man ein bisschen mehr Produkt nehmen und das dann aufbauen, die Deckkraft aufbauen. Das ist überhaupt kein Problem. So, machen wir mal weiter mit Concealer. Ich benutze natürlich einen Concealer, nur halt nicht vor der Foundation und nach der Foundation. Ich benutze hier den Maybelline Fit Me Concealer. So sieht er aus. Und meine Farbe ist die Farbe 20. Ich habe hier noch die Farbe 10, aber die Farbe 10, meine Lieben, ist rosastichiger und dunkler. Ich hoffe, ihr könnt das gut erkennen. Das ist die Nummer 10, das ist die Nummer 20. Ja, warum auch immer ist die 10 dunkler. Das kann kein Mensch verstehen. Und los geht's. Hier zu verblenden benutze ich ebenfalls meinen Beauty Blender. Ich habe mit dem Hinterteil die Foundation verteilt, mit dem Pöpöchen von dem Beauty Blender. Und mit der Spitze werde ich meinen Concealer verteilen. Ich fange erst mit dem Kinn an und dann arbeite ich mich nach oben und dann erst die Augen, damit diese Linie auf der Nase einfach nicht verschmiert wird. Meine Lieben, das ist der fertige Concealer. Mehr tue ich da auch nicht. Das Einzige, was ich jetzt wirklich machen werde, ich habe hier ein helles Puder, womit ich das setten werde. Ich habe hier eins von Essence und eins von P2. Ich finde die beide super. Ich werde heute aber, ich schau mal eben, der von Essence, der Banana Powder, der ist neu im Sortiment und der ist ein bisschen heller. Deswegen werden wir heute den benutzen. Für diesen Zweck nehme ich so einen Pinsel von BH Cosmetics in der Nummer 125. Der ist spitz zulaufend. Man kann auch den Pinsel von Zoeva nehmen, den 105 Luxe Highlight Pinsel, der so aussieht. Und der ist ein bisschen kleiner einfach.
Aber ich habe den nicht doppelt und deswegen benutze ich dann diesen. Mich stört das ja nicht, dass der ein bisschen größer ist. So, und dann gehe ich da rein. Es ist sehr pudrig. Man muss abklopfen und zwar in die Verpackung rein. Oh je, oh je. Ich trage das Puder überall, wo ich meinen Concealer auch aufgetragen habe, weil das die Partie ist, die ich ja heller in meinem Gesicht haben möchte. Neben den Nasenlöchern, hier sammelt sich immer viel Produkt, wenn man das nicht settet. Und deswegen einfach mal einklopfen. Für einen Effekt, für einen wirklich matten Effekt, gibt es noch eine Sache, die ich mache. Ich mache das nicht jeden Tag, um meine Poren nicht zusätzlich zu verstopfen. Das heißt, wenn ich kein Event habe oder wirklich kein Date mit meinem Freund habe, mache ich das nicht so im Alltag. Aber wenn ich das mal mache, dann mache ich Folgendes. Ich nehme genau den gleichen Puder und ich nehme meinen Beauty Blender. Jetzt habe ich die eine Seite hier dreckig. Ich nehme die saubere Seite von der Spitze und gehe da rein und ich sette nochmal. Den Unterschied könnt ihr sofort erkennen und das ist er auch. Gleich werden wir das noch verblenden, aber das ist, warum ich das dann auch mache. Man sieht nämlich immer frischer aus, wenn man heller unter den Augen ist. Ich habe mich sehr lange geweigert, einen Concealer zu benutzen und die Unteraugenpartie aufzuhellen. Aber seitdem ich das für mich entdeckt habe, kann ich schlecht und schwer darauf verzichten. Aber wie gesagt, nicht jeden Tag und wenn, dann einfach nur leicht aufhellen mit dem Concealer. Das ist nämlich eine Bombenaufhellung. Und nun bin ich ein Indianer mit verschiedenen Farben im Gesicht. So, ich nehme nochmal den gleichen Pinsel. Nur hier die Ränder ab. Viele lassen das so, lassen das einziehen und machen dann Augen-Make-up und dergleichen. Ich mag das nicht. Für mich ist das dann zu trocken irgendwie. Ich muss die Reste sofort verblenden. Ich bin da sehr eigen. Das nächste, was ich mache, ist ein Bronzer. Und zwar, ich mag das sehr, sehr gerne, wenn mein Gesicht einfach sonnengeküsst aussieht. Und das gibt einfach so eine schöne Frische ins Gesicht. Ich habe für mich den Essence Matte Bronzing Powder von Sun Club entdeckt. Und der sieht so aus. In der Farbe 01 Natural. Und um den aufzutragen, benutze ich einen großen, fluffigen Pinsel von Real Techniques. Ich finde den toll. Der ist super, super weich. Der ist einfach so schön. Und für die Wangen kann man ihn auch zerdrücken. Und der ist wirklich toll. Aber ich habe hier auch einen, der vergleichbar ist. Und den habe ich bei Amazon bestellt für, ich glaube, 1 Euro und ein paar gequetschte. Und ich werde euch auf jeden Fall, falls ich den noch finde, einen Link dazu schicken. Denn er ist genau, also ja, der ist schon ja, fast gleich fluffig und genauso gut. Funktioniert genau gut. Man muss aber noch Versand zusätzlich bezahlen. Aber naja, der hier kostet, glaube ich, 15 Euro. Und der goldene da knapp 2 Euro, also wer am Anfang ist mit Make-up, kann sich gerne die günstigere Version holen. So, es ist ganz, ganz wichtig, dass ihr eure Pinsel regelmäßig sauber macht. Wie ihr gesehen habt, mein Pinsel ist braun. Ich habe den vor 2 Tagen gewaschen und die werden natürlich sofort dreckig nach einem Mal benutzen. Und ich bin aber wirklich konsequent geworden, um Pickel zu vermeiden, um Unreinheiten zu vermeiden, muss man die Pinsel alle 2 bis 3 Tage waschen. Meine Beauty Blender alle 2 Tage. Da sammelt sich so viel Dreck und Bakterien lieben das feuchte Klima. Und die Beauty Blender sind ja feucht, die muss man ja anfeuchten, bevor man sie benutzt.
und deswegen müssen die wirklich konsequent gewaschen werden. Ich habe jetzt das Produkt aufgetragen, muss abklopfen und fange einfach mal an. Ich fange, indem ich erstmal meine Wange einfach bronze. Ich schaue hier in den Spiegel, bitte lasst euch nicht davon stören. Und dann nehme ich hier noch mehr Produkt und gehe in eine 3. Das hier, 1, 2. Das ist wie eine 3 im Gesicht. 2 Schritte, eine 3 im Gesicht. Und zwar die Stirn, dann hier rüber und runter. Und natürlich bis zum Hals runterziehen, soweit es geht. Ich mag die Wangen viel stärker zu tragen als der Rest der Gesellschaft, weil ich mich einfach daran gewöhnt habe. Also das ist einfach Geschmackssache. Ich finde jetzt nicht, dass das ganz schlimm aussieht. Solange alles gut verblendet ist. Hier habe ich einen alten Pickel, der ein bisschen durchguckt. Mich persönlich stört das überhaupt nicht. Ich bin nicht der Meinung, dass ich alles wirklich so verstecken muss, dass man nichts davon sieht und nichts von meiner Haut sieht. Das muss einfach für mich nicht sein und deswegen, mich stört das nicht. Ich lasse das einfach so stehen. So. Dann mal weiter mit der zweiten Seite. Ich muss jetzt immer gucken, wirklich geradeaus in den Spiegel gucken, damit das auch gerade alles ist. Das ist wirklich in der letzten Zeit mein Lieblingsschritt, den Bronzer aufzutragen. Früher waren es Augenbrauen, aber mittlerweile bin ich faul geworden und mache meine Augenbrauen nicht jeden Tag. Ich werde euch gleich zeigen, was ich mit meinen Augenbrauen mache, wenn ich mal so wirklich keine Zeit habe und einfach mal die schön haben möchte und aber schnell haben möchte. Den hier macht man automatisch, wenn man Wangen schminkt. Ich glaube, jede Frau kennt das. So ein bisschen zerdrücke ich den Pinsel, wenn ich die Wangen ein bisschen definierter haben möchte. Der letzte Schritt mit dem Bronzer, den ich mache, ich gehe nochmal in das Produkt rein mit einer Ecke von dem Pinsel, klopfe ab und dann gehe ich über meine Nase, aber wirklich nur ganz leicht. Ich mag das überhaupt nicht, wenn die Nase wirklich so sehr, sehr definiert ist. Das ist einfach nicht mein Stil. Aber wer das gut kann und ihm das steht und er das gut verblendet, jedem das eigene. So wie es gerade aussieht und damit werde ich auch mit dem Pinsel und dem Bronzer aufhören. Und jetzt gibt es zwei Sachen, die man machen kann. Wie gesagt, ich bürste mir immer meine Augenbrauen und meine Wimpern durch. Einmal die Wimpern und einmal Produktreste. Einfach mal hier abmachen, damit da kein Puder drauf ist. So, jetzt gibt es zwei Varianten, beziehungsweise 3, die ich machen kann. Wenn ich mal ein bisschen mehr Zeit habe und mehr Lust habe, benutze ich den Augenbrauenstift von NYX in der Farbe Ash Brown. Und der hat auf der einen Seite ein Bürstchen und auf der anderen so eine ausdrehbare Mine.
Und den finde ich toll. Ich finde ihn super. Der ist weich, der ist wachsig, der lässt sich super verteilen. Die zweite Version wäre der Stift von Catrice. Oder Catrice, je nachdem, wie man das aussprechen möchte. Und der hier ist in der Farbe 020 Date with Ash Tone. Das ist dann der, den ich auch benutzen kann, wenn ich das ein bisschen natürlicher tragen möchte, weil ich ja blond bin. Und ja, die Version für alle von euch, die einfach volle Augenbrauen haben, die ich auch habe und besitze und nicht so viel Zeit haben, aber unbedingt trotzdem wirklich definierte Augenbrauen haben möchten, ist dann dieser Eyebrow Filler zugeeignet von Catrice. Ich habe hier die Farbe 010. Es gibt, glaube ich, zwei Farben. Das ist die 010. Man muss aber wirklich, wirklich hier gucken, denn die Farbe steht ganz, ganz klein hier drauf. Ich mache heute einfach mal die einfache Version, weil ich euch zeigen möchte, ich meine, mit so einem Stift kann eigentlich jeder umgehen, aber ich will euch zeigen, wie das hier auf den Augenbrauen wirklich tatsächlich aussieht. Das wäre eine fertige Augenbraue. Mir persönlich reicht dieser Effekt. Ich bin glücklich, dass ich das entdeckt habe, weil ich wirklich nicht jeden Tag die Zeit habe, eine perfekte Form zu schminken. Und das sieht sehr natürlich aus und ist aber trotzdem definierter. Ich meine, das ist viel dunkler. Also was heißt viel dunkler? Das ist schon dunkler und definierter als das. Und das ist für mich ein Riesenunterschied und ich benutze es sehr, sehr gern. Und die zweite Augenbraue. Los geht's! So, meine Lieben, das sind meine fertigen Augenbrauen. Mir reichen die vollkommen, mir gefallen die vollkommen. Ich bin sehr glücklich über das, was in meinem Gesicht ist. Und das war es eigentlich zu meiner Routine und zu dem, was ich mache. Das Einzige, was ich im Alltag tatsächlich noch mache, ist, dass ich meinen unteren Wimpernkranz wirklich tusche mit einer Wimperntusche und dann bin ich eigentlich fertig und kann rausgehen. Ich danke euch fürs Zugucken. Ich bedanke mich sehr herzlich für dieses Video. Das ist meine tägliche Routine, es sei denn, es kommt irgendwas anderes, Besonderes auf mich zu. Vielleicht ein Date mit meinem Freund oder irgendein Event, zu dem ich dann gehe und dann mein Make-up viel aufwendiger mache. Aber das ist eigentlich das, was ich mache. Ich habe noch einen Trick, den ich euch verraten möchte. Und zwar, was mache ich, wenn das Make-up auf meinen Lippen hängen bleibt und wir wissen das alle, dass das mit Wasser sehr schwer abzumachen ist. Ich habe einen Trick für mich herausgefunden und zwar gebe ich mir ein Öl auf meine Lippen. Ich habe hier ein Rose & Peony Perfume Oil von Primark für 2 Euro mit einer Pipette und den trage ich mir dann auf meinen Finger auf und tada! Und weg ist die komplette Foundation von euren Lippen. Zusätzlich, eure Lippen riechen wunderbar und die haben wertvolle Öle und können somit sehr gut gepflegt werden bei täglicher Routine.
Und ich finde das super. Das ist mein Trick und mein Geheimnis für euch. Ich bedanke mich bei euch für dieses Video. Lasst dem Video einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Vergiss nicht, ein kostenloses Abo zu hinterlassen. Und wenn ihr keine Videos mehr von mir verpassen wollt, dann aktiviert einfach die Glocke. Ich wünsche euch alles, alles Liebe. Tschüssi!